Beim Lesen von den Beiträgen und Werken von Arnold Ehret ist es sehr wichtig, zwischen den Zeilen zu lesen und auch die Zeitspanne, in der er das Ganze erzählt, mit zu berücksichtigen. Das machen sehr wenige. Viele überlesen auch zum Teil irgendwas im Kopf nicht richtig dabei und können auch so das nicht richtig zeitlich einordnen, wie er da etwas erzählt. Und dadurch passieren auch dann sehr viele Schwierigkeiten und Probleme. Und aus dem Grund mache ich auch dieses Video, nochmal etwas bewusster zu werden, wenn ihr dann die schleimfreie Heilkost nach Arnold Ehret zum Beispiel macht, dass ihr da in keine Probleme rein geratet. In seinen Büchern beschreibt Arnold Ehret eine wesentliche Ursache von Krankheiten, und das ist halt der Schleim, den wir zum Beispiel durch falsche Ernährungsweise, falsche Lebensweise die ganze Zeit mit uns akkumulieren. What? Bro, what are you talking about, man? Ich habe auch schon mal dazu ein Video gemacht, was alles schleimhaltig ist. Verlinke ich euch oben in der Infokarte. Jedenfalls sieht er die Krankheiten deshalb als Ursache. Sehr viele Schwindelanfälle, Energielosigkeit, Schlappheit, Blässe im Gesicht. All solche Symptome, die zum Beispiel wir als Nährstoffmangel zum Beispiel betiteln. Habe ich auch dazu ein Video gemacht mit den Veganern und Vegetariern, verlinke ich euch auch oben, könnt ihr auch reinschauen. Jedenfalls, als ich die Bücher durchgelesen habe, habe ich da weniger wahrgenommen, dass er irgendwas von einem Nährstoffmangel spricht. Er spricht auch nicht davon, dass es irgendwie Viren oder auch Bakterien ja anstecken, dass halt irgendwas von außen uns infiziert, uns krank macht und wir das einem weiter anstecken können. Davon ist auch nicht die Rede. Da macht er auch sehr viele schöne Experimente bzw. Aussage, dass man ihn zum Beispiel mit irgendwelchen Bakterien oder Viren halt infizieren sollte, die halt für irgendwelche Krankheiten verursachlich sein sollten, und dass er dadurch nicht krank wird. Also der erste Punkt, er spricht weder von einem Nährstoffmangel, Mineralstoffmangel oder sonst irgendwas von der Kalorientheorie, die halt dafür für Krankheiten oder für ein ungesundes äußeres Erscheinungsbild dafür verantwortlich gemacht wird. Müsste eine lustige Steinigung werden. Ja. Arnold Ehret preist in seinen Büchern auch immer wieder die Obstdiät an, dass das eine oder die Ernährung ist für den Menschen, um langfristig und lange gesund zu bleiben. Und da ist es bei vielen dann der Punkt, wenn sie dann dieses Buch lesen, Obstdiät, dann möchten sofort alle, wenn sie mit der Rohkost beginnen, gleich mit einer Obstdiät anfangen. Und vergessen halt dabei, dass halt Obst sehr stark reinigend ist, Gifte löst und die halt in den Blutkreislauf kommen. Und wo er halt immer in den Passagen sehr viel von der Obstdiät redet, da hat er auch schon nebenbei sehr viele Fastenzeiten hinter sich gehabt. Der hat auch schon länger die Übergangskost gemacht und war schon länger auf diesem Gesundheitsweg. Und der ist auch nicht von heute auf morgen in die Obstdiät reingegangen, weil es halt dann sehr viele Probleme hat. Also aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich da auch mit reingeschleddert bin, starkes Untergewicht, sehr starke Entgiftungen. Man konnte auch zum Teil nicht mehr klar denken, weil sich sehr viele Gifte gelöst haben und so weiter. Also das heißt, man bekommt dann sehr schnell Probleme, auch wenn man sich am Anfang ziemlich gut fühlt. Und da komme ich auch zum nächsten Punkt. Man sollte zunächst die Übergangskost, die er auch zum Beispiel beschreibt, praktizieren, Schleimarm zum Beispiel sich auch ernähren und das für mehrere Jahrzehnte auch so integrieren, 10 Jahre je nach Vorgeschichte, dass man halt dann diese Übergangskost hat mit gebackenen Süßkartoffeln, gebackenen Kürbis und sonstige Sachen, die er zum Beispiel beschreibt, gedünstetes Blattgemüse, allgemein auch sehr viel Grün am Anfang mit integrieren, weil grünes Puffer ziemlich stark hilft, bremst ein bisschen die Entgiftung, hilft auch beim Ausscheiden. Obst halt dann hingegen löst halt auch sehr viele Gifte, und wenn der Körper noch nicht so weit ist, weil er überfordert ist, dann könnte es da auch sehr viele Probleme geben. Also von daher Übergangskost machen, am Anfang noch sehr viel Grün integrieren und dann nach der Zeit immer langsam Richtung Obstdiät, sage ich mal, gehen. Und das auch im Hinterkopf zu behalten, was halt Ehret eigentlich beschreibt, ist ein Reinigungsweg. Das heißt, dass ich das auch so rausgenommen, dass der Mensch eigentlich von gar nichts lebt, also nicht essen muss, er lebt nicht vom Essen, sondern mit dem Essen. What the hell are you talking about? Das heißt, dass die Obstdiät auch nur so, auch zu einer Sucht werden könnte, wenn man daran glaubt, dass man das unbedingt braucht, sondern dass er halt auch durch seine Fastenexperimente gezeigt hat, dass der Mensch auch über längere Zeiten hinweg nichts essen muss, vielleicht auch irgendwann nichts mehr trinken muss, sondern dass er auch so leben kann.
Und dass das halt einfach ein Reinigungsweg bzw. eine Reinigungsstufe ist, dass man sich langsam an das Fasten herantastet, dass man das immer über Jahre hinweg längere Fastenzeiten macht und das immer langsam steigt, bis man vielleicht an einen Punkt kommt, wo man nur noch Obst essen kann und vielleicht dann auch nur noch das Obst dann weglassen kann und dann vor allem nichts mehr essen oder trinken muss. Da gibt es auch einige Beispiele dafür. Also nochmal ganz kurz, das ist einfach ein Reinigungsweg. Man fängt mit der zum Beispiel mit der Übergangskost an, fängt dann mit der Rohkost an, die halt dann vielleicht Gourmet-Rohkost ist zum Beispiel, dann mit viel Blattgemüse, wo man halt auch immer wieder variieren kann und immer zum Beispiel dann einen kleinen Obstanteil hat und über Jahre hinweg den Obstanteil größer werden lässt, aber immer noch Grünes damit hat und dann halt hier sich so eine stabile Grundlage verschafft und die Entgiftung stetig und langsam durch wird, damit man da keine Schwierigkeiten bekommt. Eine kleine Unterbrechung für eine kurze Mitteilung. Und zwar habe ich zwei neue Kurse veröffentlicht. Eine 42-Tage-Challenge für die Grundlage in die Permakultur und eine 22-Tage-Challenge für die Grundlage in die schleimfreie Heilkost, vegane Rohkost und dem Fasten. Beide Kurse findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und der letzte Punkt ist ganz wichtig, dass man sich auch ein bisschen mit seiner eigenen Psyche mit auseinandersetzt. Man kann sich so gesund ernähren, wie man möchte, wenn man die Psyche nicht dementsprechend hat und immer ja, sich in so einem negativen Teufelskreis da in dieser Abwärtsspirale befindet, dann wird der Körper auch nicht gesund werden. Also das heißt, man sollte auch Dinge nachgehen, die einem Spaß machen, vielleicht eine Arbeitstätigkeit, die einem Spaß macht und sich dann nicht die ganze Zeit rumquält, was man da die ganzen 8 Stunden zum Beispiel macht. Also Freude bei den Tätigkeiten haben, Dinge machen, die einem Spaß machen, ein bisschen auch mit Psychologie sich beschäftigen, eigene Konflikte und Programme lösen und löschen, die zum Beispiel nicht deine sind, von dem Umfeld oder von den Eltern kommen, deshalb auch mit angehen. Was ich da auch empfehlen kann, ist zum Beispiel Paul Wasslerweg, gibt es auch sehr schöne Videos, oder Dale Carnegie, gibt es ja alles auf YouTube, kann man sich mal ruhig geben. Das ist halt so eine Grundlage für die Psychologie, wo man halt das da auch mit, ja, mit bei sich integrieren kann, also die Spaß im Leben haben, Freude, Hobbys, Bewegung, frische Luft, Luftbaden, Sonnenbaden, basische Bäder, habe ich auch schon ein Video gemacht mit den basischen Bädern, verlinke ich auch oben. Also solche Sachen auch mit integrieren, um halt auch ganz einheitlich gesund zu werden. Und das sind so die Sachen, die viele vergessen, wenn sie Arnold Ehret lesen, die ja mit dazugehören, um halt ganzheitlich gesund zu werden. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal kostenlos abonnieren, wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, damit ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und natürlich könnt ihr auch gerne unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch weitere Tipps habt, die auch die Gesundheit fördern können, die ich vielleicht jetzt auch vergessen habe in dem Video, was ihr zum Beispiel Arnold Ehret rausliest und beziehungsweise interpretiert, würde mich auch sehr interessieren. Und sonst freue ich mich natürlich auch, wenn ihr das Video verbreitet und teilt, ist auch sehr gerne gewünscht in Social Media Plattformen, Freunden, Bekannten und Familie. Und sonst natürlich auch ein bisschen Eigenwerbung. Ja, Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr unten in der Videobeschreibung, PayPal, Patreon, Bankkonto für Spenden, sehe ich auch sehr gerne, ist alles auf freiwilliger Basis natürlich, Merchandise, Saatgutliste, Produkte von meinem Permakulturprojekt, Kurse, die meine 42-Tage-Challenge und meine 22-Tage-Challenge zur schleimfreien Heilkost, findet ihr auch alles unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao.